Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ihr habt heute, also ihr habt gestern gesehen, wie ich ein paar Gengars entwickelt habe. Oder einen. Oh, keine Eier mehr. Und das war für mich heute. Aber jetzt seht ihr, wie ich dieses Gengar, okay, nicht unbedingt dieses Gengar, aber ein paar Gengars pushen werde. Weil, muss immer noch den Simsala Solo Raid machen. Das habe ich irgendwie echt lange vor mir hergeschoben. Keine Ahnung wie. Wahrscheinlich wegen den ganzen legendären Raids. Auf jeden Fall, Gen 3 steht vor der Tür. Halloween Event. Da werde ich auf jeden Fall richtig saftig viele Nebula-Bonbons sammeln. Weil den hier kann ich heute, glaube ich, nicht auf Max pushen. Was ich aber natürlich gerne tun würde. Und den würde ich eigentlich auf Max eigentlich auch brauchen gegen Simsala. Ich denke, die zwei Gengars, die ich heute machen werde, plus die paar Despotas, die ich habe, sollte schon reichen. Aber wie gesagt, Gen 3 steht vor der Tür. Und dies könnte auch bedeuten, dass neue Raids vielleicht kommen. Endlich mal neue. Es wird rotiert, es wird irgendwas geändert, weil Gen 3, neue Pokémon, man weiß nie. Dementsprechend muss ich echt langsam mal loslegen und Simsala besiegen. Am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass ich bereit bin für Simsala, aber dann keinen finde und dann den verpassen werde. So wie immer, so läuft es halt immer im Leben. Auf jeden Fall erstmal den 98er hier. Level 30 war der. Nebulak Level 30, 98%. Den können wir direkt auf Max pushen. Und dann schauen wir mal, wie viele Bonbons wir noch übrig haben. Dann kann ich auch noch den. Ich weiß nicht, wie viel IV der hat. Könnt ihr dann unten in die Kommentare schreiben. Über 80, unter 90. Also muss nicht unbedingt unter 90 sein, aber ich denke unter 90. Auf jeden Fall hat er einen Legacy-Move. Und ich habe mir vorhin das angeschaut. Das war, glaube ich, bei. Okay, ich will nichts Falsches sagen. 21 DPS. So, hier. Hex hat DPS 13,33. Das kann er jetzt zum Beispiel, der hier, der 98er. Und der mit dem Legacy Moveset, das ist Shadow Claw, DPS 21,43. Das ist fast das Doppelte. Nicht ganz, aber schon richtig krasser Unterschied. Kein Wunder, dass der alte Move so gut ist. Ja, echt schade, dass nur einer meiner Gengars das kann. Ich habe noch mal Apollo, der das kann, aber. Wenn ich den entwickle, dann wird das Gengar das leider nicht erlernen können. So. Gengar hier auch beinahe fertig. Den könnte ich eigentlich überpushen. Soll ich das ausprobieren? Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren hier. Dazu logge ich mich mal aus hier. So. Ich habe mich anders entschieden. Ich mache erstmal den Gengar hier noch auf Max. Das ist der mit Shadow Claw. Und danach werde ich beide, wenn es geht, übermaxen. Überpushen. Mit dem hier. Also nicht, dass ich mich in beide einloggen werde, weil das ist ein bisschen zu gefährlich. Aber mit dem kann man den anderen Push-Trick machen, den ich euch noch genauer zeigen wollte. Ausgehend davon, ob es halt funktionieren wird, werde ich dazu die Tage ein Video machen. Eigentlich wollte ich das nicht machen, weil. Ich wollte nicht mit überpushten Pokémon die Solo-Raids machen. Aber ich denke, das wird schon gehen. Vor allem, wenn dann am Ende genug Zeit übrig bleibt, dann sollte das wieder das negieren. Ich meine, wenn ich es in letzter Sekunde schaffe mit überpushten Pokémon, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht mit den normalen geschafft. Dann würde das natürlich nicht zählen, aber wenn ich mit den überpushten Pokémon das Simsala besiege und dann noch, keine Ahnung, 15 Sekunden übrig bleiben, dann hätte ich es wahrscheinlich auch ohne die überpushten geschafft. Also, dann würde ich das trotzdem zählen. Aber schauen wir jetzt erstmal, ob das mit dem Überpush überhaupt funktioniert. So, und der hier muss eh noch erstmal Dark Pulse wegbekommen. Und eine Geisterattacke, Geister Charge Move dafür bekommen. So. Zum Glück waren die beide recht hoch. Dann dauert es nicht so lange beim Pushen. So, man muss nur aufpassen. Einmal geht noch, einmal geht. So, genau. Das müsste der vorletzte gewesen sein. 255 und 2497. Kommt ungefähr. Und so viel niedriger ist der auch nicht. Von den IV her. Wenn der Unterschied so gering ist. Moment.
Gib mir noch ein Charge TM. Gengar. Ja. Weg mit Dark Pulse und Sludge Bomb ist nicht das, was ich haben will. Shadow Ball, perfekt. So. Jetzt ab in den anderen Account und versuchen zu überpushen. So, da bin ich wieder. Auf dem hier. Erstmal einen Klamux hier fangen. Der wird beim Halloween Event noch genügend kommen. Da werde ich versuchen, die 10.000 Bonbons zu knacken. 8.500 Bonbons. Und ein paar zerquetschte. So, ihr könnt leider nichts sehen auf dem. Obwohl, ich könnte es eigentlich auch. Ja, war schon so. Könntest du jetzt eigentlich mit dem auch noch aufnehmen. Hier kurz anstecken und dann hätte ich noch eine Datei. Aber ich denke mal, das wird fürs Erste gehen und dann, falls es funktioniert, mache ich ja eh nochmal ein extra Video dazu, wo ich das dann nochmal genauer erklären werde. Dann kann ich es da anschließen und dann seht ihr das mit Bildschirm. Mit Bildschirmaufnahme, obwohl iPhone. So, machen wir es erstmal bei dem nicht 98er. So, obwohl der Shadow Claw, der ist eigentlich wichtiger. Okay, machen wir es erst bei dem 98er als Test. So. Ups, ein bisschen nervös. Power up. Dann Home Button und währenddessen auf Yes drücken. Okay. Ich denke, das hat funktioniert. Dann muss man auf. Wie macht man das nochmal bei dem Phone hier? Ich habe zu lange das andere verwendet. Hier. Flugzeugmodus gehen. Okay. Verbindung ist weg. Und Bam. Der Power-Up kam, obwohl ich kein Internet habe. Jetzt muss ich mir wieder Internet geben. Warte. So. Jetzt muss ich mir wieder Internet geben. Also Airplane-Modus weg. Und Bluetooth muss ich auch wegmachen. Wieso ist Bluetooth weg? Okay. So. Ich habe den letzten Push gemacht, aber ich kann ihn immer noch weiter pushen. Ich glaube, das geht viermal gesamt. Also den normalen, den letzten Push und dann drei drüber kann, geht's glaube ich. Zwei oder drei, ich bin hier gerade nicht sicher. Auf jeden Fall probieren wir es weiter. So. Home und Yes, genau. Dann wieder Flugzeugmodus. Wie gesagt, ich mache noch ein extra Video dazu, wo ich das auch mit Bildschirm mache und dann euch zeigen werde. So. Okay. Dann machen wir das mal wieder an. Und ich habe dadurch nicht mehr genug Bonbons, um den anderen Max zu pushen, also zu überpushen. Das heißt, ich muss fleißig Nebulak-Bonbons sammeln. Jetzt habe ich eigentlich echt nicht genug. Eigentlich will ich warten bis Halloween für die Nebulak-Bonbons, aber ich will das Simsala davor machen, weil möglicherweise tauschen die echt die Raids aus und dann gibt es kein Simsala mehr. Also ich muss mir da echt überlegen, was ich machen werde, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit Nebulak gehe, nur weil ich die Bonbons brauche, ist halt echt Verschwendung, wenn dann beim Halloween-Event so viele Nebulaks kommen. Das muss ich mir nochmal gründlich überlegen. Auf jeden Fall hier pushen wir nochmal. Der ist jetzt einmal überpusht. Der letzte, zwei haben wir gemacht, einer war auf normal, einer ist überpusht. So, das heißt zweimal geht's auch, glaube ich. Okay. Flugzeugmodus. Das ging gerade nicht. Habe ich zu früh was gemacht? Zu spät? Okay Leute, ich weiß, was passiert ist, wieso das am Ende nicht funktioniert hat. Und zwar hatte ich nicht mehr genug Bonbons. Ich habe nur noch 7 gehabt. Die Anzeige der Bonbons hat sich natürlich auch nicht aktualisiert. Und ich dachte die ganze Zeit, ich habe noch 30. Was nicht der Fall war, ich hatte nur noch 7. Und dadurch konnte ich keinen weiteren Push machen. Wie gesagt, ich mache noch ein Video dazu mit wahrscheinlich Despoter. Da habe ich genug Bonbons, da wird das nicht passieren. Aber wir lernen aus unseren Fehlern. Jetzt ist der, glaube ich, normal, das Gengar. Vielleicht einmal überpusht, aber ich glaube normal. Nein, einmal. Einmal ist der überpusht, ja. Ein Push mehr als normal. Also für eure Information, wenn man drüber pusht, benötigt man auch den Staub und sogar mehr Bonbons als davor für die weiteren Pushes. Das ist nicht umsonst, das habe ich bei meinem anderen Video auch schon bereits erwähnt. Und ja, leider nicht genug Gengar-Bonbons gehabt. Oder Nebulak. Aber das war's.
vielleicht ein Zeichen, dass ich den Simsala Solo Raid auf ehrliche Weise machen soll, ohne überpushte Pokémon. Aber demnächst auf jeden Fall noch ein Video, wo ich das genauer erklären werde. Und dann auch noch mit einem Pokémon, wo ich genug Bonbons habe, wie zum Beispiel Despotar oder so. Dann bleibt gespannt. Ansonsten wünsche ich mir viel Glück für Simsala Solo Raid. Und schreibt unten in die Kommentare, ob ihr denkt, dass mit Generation 3 neue Raids kommen werden. Und ob ihr eure Pokémon auch überpusht. Ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.